Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf All4Motion. Ich bin auf dem Brabus-Stand auf der Genfer Motorshow 2019 und hinter mir seht ihr die wahrscheinlich brachialste A-Klasse, die es gibt, und zwar den Brabus B25S. Ich nehme euch mit ins Detail und wir schauen uns das Auto mal genau an. So, wir fangen mal vorne an, und zwar der B25S von Brabus hat nicht nur das Brabus Logo, nein, wir haben auch hier unten eine wunderbare Spoilerlippe. Das ganze Auto auch in dem Grau wirkt sehr brachial. Basis ist der A250, unter der Haube schlummern aber jetzt 270 PS und das Auto geht unter 6 Sekunden auf 100. Auch der Grill hier vorne, den gibt es zwar original bei Mercedes auch, aber das wirkt einfach sehr stimmig um das Brabus Logo herum. Und auch der Name B25 führt natürlich im ersten Moment ein bisschen in die Irre wegen der B-Klasse. Aber alles in allem sollte das gut auseinanderzuhalten sein. Oberhalb vom Logo im Kühlergrill thront hier noch das kleine B. Also alle Mercedes-Logos wurden ersetzt. Soweit ich weiß, muss Brabus auch aus dem Fahrzeugschein ein Brabus-Auto machen. Das heißt, es steht auch kein Mercedes mehr im Fahrzeugschein. Das heißt, es ist ein Brabus B25S. Man hat auch keinen Mercedes mehr, auch wenn das die Basis ist. So, auf der rechten Seite des Fahrzeugs haben wir anthrazitgraue Felgen in 20 Zoll, bereift mit 235, 30, 20 und einer gelochten Bremsscheibe. Wenn wir auf die andere Seite des Fahrzeugs kommen, wo ich gleich mal rübergehe, dann haben wir da andersfarbige Felgen. Und zwar ebenfalls 20 Zöller, diesmal aber in schwarz, auch bereift mit 235 30 ZR20. Mir persönlich gefällt die schwarze Seite, also die dunkle Seite der Macht, wesentlich besser, aber das ist eine Geschmackssache. Ich finde es cool, dass sie die Autos mit beiden Varianten aufstellen.
Der Heckflügel mit dem Brabus-Logo finde ich sehr markant. Sieht auch sehr gut aus. Überhaupt das ganze Heck finde ich das markanteste Teil an diesem Fahrzeug. Allein wegen den vier Endrohren und dann auch hier unten den Brabus-Endrohren mit den dezenten Logos in Carbon eingefasst. Und dann auch hier noch den Schriftzügen seitlich. Das Ganze macht schon sehr viel her und sieht auch sehr gut aus. So, kommen wir zum Interieur. Das ist weitestgehend im Original belassen. Das heißt, wir finden hier schon einen sehr sportlichen Mercedes-Touch vor mit dem neuen MBUX, wenn mich nicht alles täuscht. Und somit schon ein sehr guter Style. Wir haben hier ein Panoramadach. Was natürlich auf Brabus hindeutet, sind die Fußmatten, die Einstiegsleisten hier unten und entsprechend dann noch die ganzen Logos. So, wenn wir hinten Platz nehmen würden, hat sich auch nicht viel verändert. Wir haben hier unten auch die Brabus-Logos, ansonsten auch alles sehr schlicht gehalten. Rückbank auch in Sportausstattung. Aber sonst nicht viel verändert.